Wir sind hier im Olymp, wo ZS Alliance trainiert. Und wir treffen heute Lukas Flüerer. Wir wollen mit ihm über seine Hockey-Karriere reden, wie ist er zu dem gekommen und fragen dann, was so seine Pläne sind in nächster Zeit. Gehen wir ihn doch gerade abholen. Hallo, hey, alles klar? Alles klar. Cool, ja. Schön, dass wir dich da heute Nachmittag begleiten. Was sind deine Pläne? Ja, wir haben gerade Training gehabt. Ich mit dem Zug gekommen und jetzt gehen wir das Auto holen und nachher eine Brille kaufen, weil jetzt ist Winter und ich brauche unbedingt eine Brille. Mit dem Zug kommen? Kommst du aus Öperdies Training? Ja, ich wohne in Wielen, das ist im Kanton Schweiz und jetzt mit dem Schnee auf der Straße und so ist es recht unsicher und dass ich pünktlich im Training bin, haben wir uns für den Zug entschieden. Würde ich sagen, gehen wir doch da 200-300 Meter weiter runter zu dem frei und holen uns ein tolles Fahrzeug. Perfekt, machen wir. Herzlich willkommen in der blauen Garage. Alles klar. Hallo Stadion. Ciao, hey, Flavio. Der Walter Schäuble würde sagen, nur ein paar Schuss vom Hallenstadion. Der liegt immer vorne. Ich freue mich, dir den neuen Subaru zu zeigen. Der neue Subaru XV 4x4. Nimm mal Platz. Hat alle wichtigen Features drin. Und was das Beste ist, elektrische Sitzverstellung für dich. Mit der Sitzhöhenverstellung. Telefon, das du verbinden kannst. Adaptiver Tempomat, Automat, Navigation plus die ganze App, die du hast vom Telefon, das du aufhast. Und das Beste an allem, da vorne hat es zwei Kameras für Fußgänger, Katzen, vierbeinige natürlich, und Hunde, die schauen, die automatisch bremst. Ich wünsche dir viel Spass bei der Probefahrt. Danke vielmals. Merci. Nimmst du mich bitte auch noch mit, Luki? Klar. Hey. Gut anschnallen. Bei dir, gell? Wo muss ich durch? Ja, wo gehen wir? Rechts, da. Brille geht posten. Bist du schon mal gefahren mit so einem, Lukas? Nein, bin ich noch nie. Aber sollte schon gehen. Oh. Zum Glück Automat. Boah, das ist recht schnell. Haben wir Licht. Also, wo gehen wir jetzt, Lukas? Jetzt gehen wir in die Krise-Optik. In Kloten. Und schauen wir rüber. Für dich? Voll. Ja, jetzt im Winter vielleicht ein, zwei Tage in die Berge. Die Weihnachten. Und ich brauche unbedingt den Brüllen. Lukas, was natürlich die Leute immer interessiert, ich kenne die Story schon, aber ich weiß nicht, ob sie die Leute kennen. Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Ja, ich habe mit 5 habe zwei ältere Brüder, 10 Jahre älter, und die haben immer Strassenhockey gespielt. Und wir waren ab 15, es war nicht so cool, den 5-jährigen Brüder mitspielen lassen. Und habe ich mein Brüllen am Rand. Meine Mutter hat dann einmal gesagt, ja, lass ihn endlich mal mitspielen. Und haben sie mein Goal gesteckt. Seitdem bin ich eigentlich im Goal. Das ist auch speziell, weil mir fängt das Goal eigentlich meistens an, auch was spielen, zum Lernen Schlittschuhendeln. Aber ich bin gerade ins Goal. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nicht so gut beim Schlittschuhendeln. Ja gut, musst du auch nicht, oder? Aber hast du manchmal gedacht, hätte ich doch Karriere vielleicht als Spieler gemacht? Oder hast du dich schnell an die Goalie-Rolle gewöhnt? Nein, ich bin immer gerne Goalie gewesen. Ich glaube, ich bin jetzt nie irgendwie der Feldspieler gewesen im Kopf oder so. Wirklich. Ich hatte immer Freude, früher den Goalie zu schauen, auch wenn ich bei Nationalmatch schaue mit meinem Vater. Und ja, gefällt mir. Wann ist so der Moment gekommen, wo du gesagt hast, Moll, ich will das als professionellen Sport betreiben? Eigentlich erst, als ich den ersten Nationalmatch gespielt habe. Nachher habe ich gemerkt, jetzt bin ich in diesem Zirkus. Ja, da schaust du, gell? Ja, ich habe es gerade gesehen. Jetzt bin ich in diesem Zirkus drin, aber vorne habe ich geplant. Das Junge, ich glaube, wenn man plant, ich will unbedingt Profi werden, ich will Geld damit verdienen, das ist nie ein gutes Zeichen. Die meisten, die so denken, schaffen es nicht, habe ich das Gefühl. Weil ja, die Freude und der Spass in der Mannschaft mit den Jungs etwas erreichen, das muss im Vordergrund stehen. Und das ist es bei mir. Und darum habe ich wirklich erst nach dem ersten Nationalspiel gemerkt, jetzt wird es langsam zu meinem Beruf. Und Karriere hast du angefangen eigentlich von Anfang an beim Z? Kleiner Abstecher noch bei Kloten, oder? Ich habe Kloten angefangen, gerade dort, wo wir hingehen jetzt. Bin dann aber bin nie in der Nation gespielt. Bin dann auf Kanada ein Jahr. Und als ich zurückgekommen bin, ist der Reto Berra und der Leonardo Cennoni zu Davos. Und somit hat es hinter dem Saul und Zweiten einen Platz gegeben, wo sie mich dann mit einem Jungen füllen wollten. Und Simon Schenk hat mich den Tag gefragt. Das war natürlich eine super Chance. Und
Ja, bin ich mega dankbar. Sie haben mir immer gesagt, sie wollen mir 1, 2, 3 Jahre Zeit geben, um Fuss zu fassen in der Nazia. Und das Versprechen ist, haben sie mega gut eingelöst. Und, ja. Hoch und tief gibt es ja auch bei dir als Hockey-Goalie. Mal hast du einen besseren, mal einen schlechteren Tag. Wie gehst du mit dem um? Ja, ich glaube, das gehört dazu. Das ist das Lässige, irgendwie, wenn man mal ein Spiel hat, das überhaupt nicht läuft, kann man ein paar Tage später wieder Antwort geben und es besser machen. Und ich glaube, das ist als Goalie wichtig, dass man schlechte Spiele abhaken kann. Ich glaube, mehr schwieriger tief sind momentan so, wenn man verletzt ist. Das sind so die schwierigen Sachen und nicht kann eingreifen kann. Das ist viel schwieriger, als wenn man kann eingreifen kann und dafür einen schlechten Abend hat. Ja, wenn man nicht kann spielen kann, das ist am schlimmsten. Dann kommen wir gerade auf Kloten rein. Apropos Kloten, ZSC. So die Rivalität, die man so bei den Fans spürt, wie spürt man die vielleicht auch als Spieler auf dem Eis? Ja, man spürt sie sicher. Ich glaube, wir haben einiges mehr Zuschauer im Stadion, wenn wir gegen Kloten spielen. Ja, das ist eine coole Sache, am Laufweg haben wir immer viele Auswärtsfans auf den Tribünen. Und, ja, die Match wollte man unbedingt gewinnen. Und, ja, es war sicher cool, 2014, als wir Kloten Playoff-Final hatten und dann 4-0 gewinnen konnten. Sicher ein Moment, den ich nie mehr vergessen werde. Und wie siehst du das so ein bisschen? Du hast ja als Junior bei Kloten gespielt oder bist mal in der Juniorabteilung und dann zum ZSC gekommen. Wir haben einige Spieler von Kloten, die heute beim Z spielen. Einige kommen noch. Ja, die Fans haben es nicht immer so gefreut. Ich denke mir, wenn man Roman Wick schaut, später haben sie doch sehr, sehr, sehr viel Freude gehabt. Wie denkst du das so als Spieler? Sehen die das auch so wie die Fans als Rivalität? Oder ist das wirklich ein Job? Und es ist wie, ich wechsle von Swisscom zu Sunrise? Ja, ich verstehe die Fans natürlich schon. Ich glaube, es ist ja schön, dass man irgendwie die Clubtreue und die Rivalität, dass die gibt. Ja. Als Spieler muss man auch gleich ein bisschen bei sich schauen. Es geht um Karriereplanung. Man hat irgendwie 10 Jahre oder 5 Jahre, wo man Profi-Hockey spielen kann. Und es hat sich auch gleich ein bisschen verändert. Es ist okay, die Clubtreue, wenn man früher schaut, so diese Generation Seger und all die, wie lange sie bei einem Club waren, das ist heute natürlich viel schneller geworden. Mhm. Und ändert sich die ganze Zeit, wenn man jetzt die Transfer anschaut, was das ja schon wieder gegeben hat. Aber ja, ich glaube, warte, jetzt muss ich da einen U-Turn machen. Dürfen wir schon, oder? Ja, ja. Ist alles legal. Alles legal auf Video. Bitli! Alles klar? Hey, ciao. Hey, ciao. Ciao, Flavio. Ja, ich brauche eine Sonnenbrille. Ich gehe um die Nacht in die Berge. Ja, und, ja sehr gerne. Zeige ich dir gerne etwas. Willst du bitte etwas Verrücktes, so ein bisschen in dieser Art? Ja, wer zu mir etwas? Nein, schau mal. Super. Nicht gut. Okay, ja, sonst in den Bergen, was man noch viel hat, ist so ein bisschen verspiegelt, so ein bisschen in dieser Art. Wer zum Beispiel etwas? Steht da sicher mega gut. Ja, ich hey, nicht, schau mal. Ich kann mal, nicht hey. So gerne verspiegelt. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, von der Größe wäre es easy. Wäre sie gut. Aber irgendwie verspiegelt ist nicht. Warte. Hast du auch nicht, ja, sicher. Das gleiche Modell, nicht verspiegelt. Perfekt, kannst du sie dann weg. Die ist top. Die nehmen wir von der Größe gut. Perfekt, sitzt perfekt, sehr gut. Die nehmen wir. Sehr gern. Schau, da ist noch etwas passende dazu dafür auf die Piste, dass sie kannst versorgen. Messi, ciao zusammen. Ciao Flavio, ciao. Tschüss. Wieder mit der Brüllenwahl? Ja, ist gut gegangen. Gehst du jemanden jeden Tag Brüllen posten? Bist du so ein Brüllenwahl? Schon 1-2 Mal gewesen, ja. Schon? Mhm. Was sind so deine Zukunftspläne? Du hast gesagt, du studierst. Was studierst du im Moment? Ich bin Masterstudium in Wirtschaft. Und ja, die Zukunft ist für mich mit Hockey planen. Also ich möchte so lange wie möglich noch Hockey spielen. Und den Rest mache ich einfach gerne nebendurch, um noch für den Kopf etwas anderes zu machen. Aber nicht so mega planen, einen Monat drüber mal für Hockey spielen. Aber Ambitionen in dem Fall mal in der Wirtschaft tätig zu sein, vielleicht sogar als Unternehmer? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, ich spiele seit 5 Jahren Hockey und darum weiss ich, wie es läuft. Also traue ich mir nicht zu, 1-2 Jahre nach der Hockey-Karriere gerade Unternehmer sein. Ich glaube, das braucht auch Zeit, das muss man auch lernen. Und ja, mal schauen, was sich dann ergibt, wenn es so weit ist. Aber eben, wie gesagt, zuerst möchte ich mich noch aufs Hockey fokussieren und
dort noch viele Spiele gewinnen mit ZSC, ich glaube. Aber fragst du dich manchmal, was wäre ich geworden, wäre ich nicht Hockey-Profi geworden? Weißt du das überhaupt? Ich hoffe, ich wäre Golfer geworden. Wirklich? Ja, voll. Also schon immer etwas mit Sport? Ja, Golf, ich golfe sehr gerne. Also, ja, irgendein Sport finde ich schon cool. Habe ich immer gerne gemacht und sonst könnte das wirklich nicht beantworten. Wir sind schon fast am Ziel, Lukas. Vielleicht so ein bisschen abschliessend. Wir sind mitten in der Saison. Höch und tief. Was denkst du, an was liegt das? Wenn man so ein bisschen den Fan, die Kommentare, ich weiss gar nicht, ob du die als Spieler auch liest, dann denkt man so, erlauben, früh rauszugehen, das können wir uns das ja nicht. Nein, das sind wir uns bewusst. Ich glaube, die Saison wird für uns mit dem Viertelfinal entschieden. Aber zuerst müssen wir in die Playoff kommen. Es ist ein harter Kampf. Wenn man jetzt momentan die Tabellen anschaut, das ist sehr eng. Das ist sicher der nächste Schritt, den wir machen. Wir brauchen einen guten Januar mit viel Sieg. Und nachher ist dann der nächste Schritt Viertelfinal. Und, wir sind uns sicher bewusst, das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn man diesen Schritt geht, in die Playoff kommt und das Viertelfinale besteht, denke ich, ist mit dem Team, das wir haben, alles möglich. Und wir wollen natürlich unbedingt die Saison gewinnen. Ich glaube, dass wenn wir als Spieler in der Garderobe, Trainer, so wie auch die Fans. Und das wäre cool für Zürich. Merkst du auch ein bisschen den Druck der Fans manchmal ist, der vielleicht jetzt in den letzten paar Wochen da war? Ja, klar, die Fans sind natürlich jedes Spiel dabei. Die kaufen eine Saisonkarte, die haben auch gewisse Erwartungen an uns. Und das ist auch recht so. Und wenn wir Punkte nicht holen oder nicht so gut spielen, sind sie enttäuscht. Und das ist auch, so soll es auch sein, das macht Sport aus, die Emotionen braucht es. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir die nächsten Spiele gewinnen und dann sind alle wieder zufrieden. Da sind wir schon zurück in der Garage Zürich Nord. Ja, ich parkiere da. Letzte Frage noch an dich, Lukas. Nebst dem Subaru, was sind deine Wünsche für 2018? Gesund bleiben. Ich glaube, ich habe gesehen, wie mühsam das ist, wenn man verletzt ist. Über die letzten zwei Jahre wirklich genug gesehen. Und, ja, gute Spiele machen, gesund bleiben und dann im April den Kübel holen. Ich hoffe, wir feiern dann wieder und sehen uns dann. Lukas, super. Danke mal für das Gespräch. Alles Gute und gute Saison weiterhin. Danke vielmals.